Wow. Gibt es da eigentlich einen Song, der nicht drin war? Jetzt fällt nur noch Merry Christmas, dann könnten wir Weihnachten feiern und dann wäre alles gut, ey. Vielen Dank, ey. Vielen Dank für die Band und für dieses coole Lied. Ja, wisst ihr, ich muss erst mal was erzählen zu Freiburg. Ich bin ja jetzt wirklich zum ersten Mal hier und schäme mich fast ein bisschen dafür, dass das bisher noch nicht früher geklappt hat irgendwie mit uns, weil so weit ist es ja nicht von Karlsruhe nach Freiburg. Ich muss euch allerdings auch sagen, also es gibt vieles, was uns verbindet, lieber Jörg. Zum Beispiel auch, dass wir wirklich die Allianz lieben, weil wir, glaube ich, auch beide verstanden haben, es geht nicht nur um uns und unsere Gemeinde, sondern es gibt Dinge, die können wir in einer Stadt auch nur gemeinsam tun, wenn wir zusammen mit allen Geschwistern einfach der Stadt Bestes suchen. Das verbindet uns mit Sicherheit. Aber eine Sache, die unterscheidet uns auch und die möchte ich respektvoll sagen, euch beiden gegenüber. Als Sibylle und ich angefangen haben, ICF zu gründen vor 15 Jahren, da waren wir jung, verheiratet, hatten zwei Hunde und immerhin noch einen Job, den von Sibylle, als ich gekündigt habe beim CVJM. Und wir hatten ein Einkommen. Und mit dem sind wir reingegangen und haben ICF gegründet. Also ein Einkommen weniger, aber wir hatten noch eins. Als Tine und Jörg angefangen haben, ICF zu gründen, waren sie jung, verheiratet, hatten mindestens, schätze ich mal, schon zwei Kinder, wenn das dritte nicht schon im Bauch war. Also das war kurz davor, ne? So in der Anfangszeit. Ich frage mich, von was haben die eigentlich gelebt? Also wenn man so anfängt, eine Kirche zu gründen als Familie, und das möchte ich mit großem Respekt sagen all denen gegenüber, und da gibt es ja nicht nur euch in unserem ICF-Movement, sondern auch noch einige Pastorenfamilien, die sagen, wir gehen da rein als Familie mit Kindern und gründen eine Kirche, weil der Traum von so einer Kirche, der Traum und die Berufung größer ist als einfach die Komfortzone, die man dann nämlich ziemlich verlässt, wenn man so etwas anfängt, weil am Anfang hat man ja gar nichts außer einem Traum, also kein Geld, noch keine Mitarbeiter, noch keine Location. Und ich finde es richtig Hammer und möchte das sehr wertschätzend sagen, weil ich weiß, was man da am Anfang alles durchhalten muss, bis man da ist, wo man dann ist und wo es dann einfach auch läuft und wo man dann vielleicht auch mal ein Gehalt kriegt. Aber ICF Freiburg gehört im ICF Movement zu einem festen Bestandteil unseres Movements und das hat damit zu tun, dass die beiden diesen Traum geträumt haben, dass sie durchgehalten haben, was noch viel wichtiger ist als nur zu träumen und jeden Sonntag wieder mit denen, die ihnen Gott geschenkt hat und viele von euch sind dabei, diese Kirche bauen. Und das möchte ich einfach wertschätzend sagen am Anfang, bevor ich hier spreche. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, wir haben mal eine Serie gemacht im ICF Karlsruhe, die hat geheißen 30 Tage ohne Reue. 30 Tage ohne Reue. Da oben steht es, glaube ich, auch. Und jetzt ist die Frage, wenn du das so liest, an was denkst du spontan? Also musst du es jetzt nicht sagen, aber ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Die einen denken an 30 Tage Fasching. Also nach dem Motto, lass die Sau raus, nach mir die Sintflut, egal, nichts bereuen, einfach reinhauen. Das ist die eine Möglichkeit, darüber zu denken. Komischerweise haben damals sehr viele Christen aus anderen Kirchen in Karlsruhe gedacht, wir meinen es so und haben uns kritisiert für diese Serie. Ich weiß manchmal gar nicht, was in unserem Hirn abgeht. Es gibt nämlich noch eine zweite Möglichkeit, das zu verstehen. Und das ist die, die wir gemeint haben. Wir haben es so gemeint. Wie wäre es, wenn du wüsstest, du hast nur noch 30 Tage auf dieser Welt? Und wie könnten wir diese 30 Tage so leben, dass wir keinen einzigen von ihnen, von diesen Tagen bereuen? Und dann haben wir ein Experiment gemacht. Wir haben allen unseren Gottesdienstbesuchern einen Löffel gegeben, der so ein bisschen an eine Löffelliste erinnert, Bucketlist. Und wir haben alle eingeladen. Damals gab es noch kein WhatsApp, wir haben noch SMS dazu gesagt und gehabt. Und dann haben wir per SMS, konntest du dich da so in einen Verteiler eintragen und dann hast du jeden Morgen um 6 Uhr eine SMS bekommen. Und zwar am ersten Montag nach diesem Gottesdienst noch 29 Tage. Und am Dienstag noch 28 Tage. Voll makaber. Also um 6 Uhr morgens am Mittwoch hat es dann geklingelt auf meinem Handy am Nachttisch. Noch 27 Tage. Und wir haben uns jeden Morgen das gegeben, dass wir uns vorgestellt haben, was wäre, wenn ich jetzt nur noch 26, 25, 5 Tage hätte und wie würde ich diesen Tag leben, bewusst leben, dass ich nicht einen einzigen von diesen 30 Tagen bereue. Ich kann dir das nur empfehlen, das ist ein cooles Experiment für eine Kirche, denn man fängt an, natürlich wirklich bewusst auch zu leben. Das Thema heute heißt ja, lebe, als wäre es dein letzter Tag. Und gemeint ist damit ein bisschen mehr noch als so ein gedankliches Experiment.
Weil so ein gedankliches Experiment, wie ich jetzt gerade euch beschrieben habe, wie wir gemacht haben, das führt meistens bei den Menschen zu so etwas wie einer Art Bucketlist, also so einer Löffelliste. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, so eine Liste von Dingen, die ihr tun möchtet, solange ihr noch auf dieser Welt lebt. Hat da vielleicht schon jemand drüber nachgedacht? Vielleicht denkt man da auch erst mit 50 darüber nach, ich weiß nicht. Aber ich kenne Menschen, die sind 20, die sind 30, die sagen, das alles möchte ich noch erreichen im Leben. Und auf so einer Löffelliste stehen meistens Dinge wie, ja, ich möchte mal auf den Mount Everest gehen oder ich möchte aufs Matterhorn gehen oder was weiß ich, oder einmal noch nach Kambodscha fliegen oder Indonesien oder whatever. Und komischerweise habe ich gemerkt, dass auf dieser Bucketlist meistens nur Dinge stehen, die Menschen tun möchten, bevor sie sterben irgendwann. Ganz selten stehen auf so einer Liste Dinge, die ich nicht mehr tun möchte. Und ich habe einige Menschen begleitet in ihrem Leben, denen der Arzt gesagt hat, dass sie nur noch 30 oder ein halbes Jahr haben zu leben oder ein Dreivierteljahr zu leben. Und wisst ihr, was auf der Liste, und die haben die auch nur imaginär gehabt, wisst ihr, was auf der Liste gestanden hat, auf dieser Liste dieser Menschen, deren Leben sich extrem verdichtet hat, weil sie nur noch ein Jahr oder ein halbes Jahr hatten, standen mehr Dinge, die sie nicht mehr tun würden, als Dinge, die sie tun möchten. Die war nicht voll von spektakulären Dingen, ja, ich möchte noch dahin reisen und dahin reisen, weil manche hätten das gar nicht mehr gekonnt. Aber sie wussten genau, dass sie einige Dinge nicht mehr machen würden. Und ich habe mal für mich nachgedacht, was würde ich eigentlich wohl nicht mehr machen, wenn ich nur noch wenig Zeit hätte? Vielleicht, mit Sicherheit, würde ich nicht mehr wie neulich, letzte Woche war das erst, 4,5 Stunden Fernsehen gucken, um 2:30 ins Bett gehen, um am nächsten Morgen todmüde aufzuwachen und zu sagen, was war das für ein Scheiß gestern? Das würde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Da wäre mir meine Zeit zu wertvoll, wenn ich nur noch wenige Tage hätte. Wahrscheinlich würden diejenigen, die unter uns verheiratet sind und Kinder haben, ihre Söhne und Töchter, wenn sie etwas von ihnen möchten, sie nicht mehr vertrösten auf nächste oder übernächste Woche, sondern du würdest die wahrscheinlich gleich Zeit nehmen. Du würdest nicht mehr sagen, später, da haben wir jetzt keine Zeit. Nein, du würdest sagen, komm, jetzt, weil das ist jetzt wichtig. Und wahrscheinlich würden wir uns auch nicht mehr so viele Gedanken machen über das nächste Smartphone oder über das nächste Upgrade oder Facelift von meinem Audi oder sonst etwas. Und wahrscheinlich würdest du auch nicht mehr dermaßen viel dich mit der Herbstkollektion oder der nächsten Frühjahrskollektion befassen, was du anziehen wirst und was du dir aus dem Katalog bestellst. Es gibt also eine Reihe von Dingen, die wir wahrscheinlich nicht mehr machen würden, wenn unser Leben sich so verdichtet. Aber jetzt zurück zu unserem Thema. Leben, als wäre es mein letzter Tag. Das führt zu einer Verdichtung des Lebens. Das führt zu dieser Frage, hey, wie kann ich den Tag und mein Leben so nutzen, dass es sinnvoll wird? Und ich habe euch mal einige Worte mitgebracht von Jesus zum Thema Nachfolge. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, aber wenn Jesus über die Nachfolge spricht, also über zu seinen Jüngern spricht, über die Frage, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, dann wird er irgendwie ungeschmeidig, unser Jesus. Also er hat viel Peace und Love gesagt und so weiter, aber er hat, wenn er über Nachfolge redet, ich dachte, Jesus, das ist echt schlechtes Marketing, so folgt dir keine Sau nach, wenn man so redet. Also da machst du alles kaputt. Ich habe mich überhaupt gewundert, dass noch jemand ihm nachgefolgt ist, nachdem ich diese Worte mal nacheinander gelesen habe. Und ich habe diese Worte jetzt bewusst nicht an der Leinwand, sondern, weil da könnt ihr sie abhaken so in eurem Bild, sondern ich würde euch mal bitten, stellt euch mal vor, ihr gehört zu denen, die Jesus nachfolgen. Und mit Nachfolgen ist sowas Forrest Gump-mäßiges gemeint. Ja? Also Jesus rennt vorne draus und die anderen rennen ihm alle hinterher. So war das damals wirklich, also bei Jesus, das sind Nachfolger gewesen. Jesus, der Rabbi, war der Lehrer und die anderen waren die Schülerinnen und Schüler und die sind ihm nachgelaufen, die 12 Jünger, 72, wahrscheinlich auch viele Frauen dabei, nee, nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher, und die sind ihm nachgelaufen. Und immer wenn er angehalten hat abends, das ist wie bei Forrest Gump, als er nicht mehr gerannt ist, und dann dreht er sich so rum und er spricht, ja. Und dann spricht Jesus zum Volk quasi, sie saßen wahrscheinlich am Lagerfeuer, und jetzt müsst ihr euch so eine Situation, ihr seid ihm wieder den ganzen Tag nachgerannt, er hat wieder ein paar Kranke geheilt, und jetzt sitzt ihr abends am Lagerfeuer. Und jetzt sagt Jesus zu euch, will mir jemand nachfolgen, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Jo, jetzt denkst du, das kenne ich. Ist ja so schlimm ist das doch nicht, Steffen. Nein, das ist schon ein bisschen schlimmer, weil wisst ihr, an was die Hebräer, die damals unter römischer Besatzung waren, gedacht haben, wenn sie Kreuz hörten? Die haben nicht so an so ein Ding gedacht, das an einem Hals hängt, so als Deko. Sondern die haben dann dieses Hinrichtungsinstrument gedacht, an dem Jesus später auch gehangen hat.
Also das war ein Galgen, an dem Leute zu Tode gequält wurden von den Römern. Und jetzt sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der nehme seinen Hinrichtungsgalgen auf sich und folge mir nach. Ja, super. Wisst ihr, was das bedeutet? Wer sein Kreuz auf sich genommen hat, das ist Dead Man Walking. Sein Kreuz auf sich nehmen heißt der letzte Walk sozusagen, bis auf den Hügel, wo dich die Römer dann kreuzigen. Also lebe so, als wäre dieses Leben eigentlich schon vorbei. Das meint eigentlich das Kreuz auf sich nehmen. Wow. Dachte ich, steiler Einstieg, Jesus, aber es kommt noch schlimmer. Dann geht's weiter, er sagt, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Und das hat er einem gesagt, der wirklich viel Kohle hatte. Wenn du das machst, alles verkaufst, dann wirst du einen Schatz im Himmel tragen und dann komm und folge mir nach. Das ist die Geschichte von diesem reichen Jüngling, so steht es in der Lutherbibel, und der ist tatsächlich nicht mitgegangen. Also die meisten Geschichten von Jesus gehen ja gut aus. Ja? Kommt ein Blinder, wird er gesund, ja, und sieht. Kommt ein Lahmer, kann er danach gehen. Kommt ein Reicher, geht er wieder nach Hause. Also der ist nicht mitgegangen, der war weg. Der ist gescheitert an Jesus. Also es ist eine der wenigen Geschichten, wo Menschen von Jesus weggingen. Da kracht es irgendwie, aber kommt er klar. Ignoriert es einfach, das ist da hinten irgendwas in meiner Hosentasche. Okay, also noch ein Wort. Als er vorüberging, das ist jetzt bei der Arbeit passiert, also mitten auf der Arbeit, stell dir vor, du hast einen Chef, du arbeitest und jetzt kommt Jesus vorbei und er sieht den Levi am Zoll sitzen und der schafft da für die Römer, treibt Kohle ein und dann sagt Jesus zu ihm, folge mir nach. Und Levi steht auf und geht ihm nach. Dachte ich, super Jesus für den Arbeitgeber, kommt echt gut an, wenn man so in eine Firma geht und zu den Arbeitern sagt, folge mir nach und dann gehen die und lassen alles liegen und gehen. Ja? Aber was mir da übrigens gefällt, folge mir nach. Das ist mein Gespräch zwischen Männern. Ja, also Jesus war ein Mann und Levi war ein Mann, der Zöllner. Und die haben sich vorher noch nicht gesehen. Dann geht er da rein in den Zoll und sagt, folge mir nach. Ich habe meiner Frau oft gesagt, Schatz, du musst weniger Worte machen. Also am Anfang unserer Ehe hat sie immer viel geredet und ich habe auf nichts verstanden. Und habe gesagt, du musst es mehr auf den Punkt bringen, Schatz. Jesus hat es richtig doll auf den Punkt gebracht. Folge mir nach. Das haben Männer verstanden. Da wussten sie, was sie tun müssen. Nämlich aufstehen und nachfolgen. 4 Worte. Ja, also da kommt man mit als Mann. Und Levi geht einfach, lässt alles stehen und liegen. Nicht gut fürs Image. Und jetzt kommt das Schlimmste. Zu einem sprach er, auch wieder ein Mann, folge mir nach, Ausrufezeichen. Dann sprach der, Herr, ich komme schon, aber erlaube mir, dass ich zuvor noch kurz meinen Vater beerdige. Und jetzt musst du wissen, wir sind in Galiläa. Also da war es ziemlich heiß und da ist es auch heute noch ziemlich heiß. Wenn ein Toter, da gab es noch keine Kühlschränke und keine Leichenhallen. Ja? Also wenn ein Toter nicht an dem Tag beerdigt wurde, wo er gestorben ist, dann hat er gestunken, richtig gestunken. Und jetzt kommt Jesus und sagt zu ihm, obwohl er sagt, lass mich vorher noch meinen Vater beerdigen. Und alle Jünger halten schon die Luft an und sagen, nein Jesus, jetzt bitte nicht, das ist jetzt echt, das geht nicht. Das ist Konsens in unserem Land. Jeder beerdigt seinen Vater. Lass den Kerl gehen und ihm dann, und dann sagt Jesus, lass die Toten betragen, du aber komm sofort, folge mir nach. Super. Ja, da war es aus. Ich glaube, die Jünger haben sich weggetreten und gesagt, hoffentlich sieht niemand, dass ich auch zu dem gehöre. Das war voll peinlich. Und das ist voll extrem, das ist radikal, das versteht keine Sau mehr, finde ich. Also ich habe es euch jetzt einfach mal gegeben und ich habe mich gefragt, ey, warum so extrem, Jesus? Warum, du bist doch sonst geschmeidiger gewesen. Und warum jetzt, wenn es um Nachfolge geht, solche extreme Worte? Und extreme Worte machen nur Sinn in einem extremen Kontext. Das ist mir dann eingefallen. Stell dir mal vor, es brennt, dein Haus brennt. Also dein Haus, nicht meins, dein Haus brennt. Und du rennst jetzt rein ins Haus, weil du noch die Asche deines Vaters oder das Meerschweinchen retten willst, okay? Egal, such dir was raus. Du rennst rein ins brennende Haus oben, die Balken fallen dir gleich brennend aufs Hirn und dann bist du auch Asche. Und jetzt kommt der Feuerwehrmann, rennt hinter dir her. Und was wird er dann zu dir sagen? Entschuldigung, könnten wir uns mal kurz unterhalten? Nein, der wird dich anschreien und sagen, hey, du folge mir nach und zwar jetzt, sonst bist du Asche. Komm, der wird nicht fragen, ob es okay wäre, wenn er dich jetzt rausholt, der holt dich raus. Also extreme Aussagen machen nur Sinn in einem extremen Kontext. Und in diesem Haus, wenn es brennt, wenn der Feuerwehrmann kommt, da geht es um Leben und Tod. Und vielleicht haben das
die Jüngerinnen und Jünger von Jesus ein bisschen vergessen. Vielleicht dachten sie, ey, unser Rabbi ist cool, zumindest cooler und größer und mächtiger als andere Lehrer, die es auch noch gab, und Wanderprediger. Vielleicht haben sie gedacht, so ein bisschen coole Kirche, cooler Lifestyle, das kann ja nicht schaden, laufen wir ihm mal hinterher. Vielleicht haben sie es einfach nicht kapiert, worum es geht. Vielleicht haben sie einfach vergessen, dass es nicht um eine coole Kirche geht, dass es nicht um ein bisschen coolen religiösen Lifestyle geht, sondern dass es um Leben und Tod geht. Dass es darum geht, dass Menschen, die verloren sind, die im brennenden Haus sind und nicht merken, dass bald das Haus über ihnen zusammenbricht und sie tot sind, dass die herausgerettet werden müssen aus ihrer Verlorenheit hinein in eine Beziehung zu Gott. Und ich glaube, das dürfen wir auch als coole Kirche nicht vergessen. Es geht um Leben und Tod, wenn es bei Jesus um Nachfolge geht. Denn nur wer bei ihm ist, wer ihm nachfolgt, wird in Ewigkeit gerettet sein. Ich möchte noch ein bisschen tiefer gehen. Es gibt ein Wort im Neuen Testament, das ist in allen Evangelien genau wortgleich überliefert. Und wenn so etwas der Fall ist, dann kannst du davon ausgehen, das hat Jesus wahrscheinlich ziemlich genau zitatmäßig so auch gesagt. Und das heißt, das nennt man das Paradox, das Jesus-Paradox. Und Paradox ist etwas, wenn etwas, was eigentlich so ist, gerade andersrum ist. Hört es euch mal an, das geht so. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern wieder, denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Also ich bin Schwabe, ja, normalerweise. Also ich wohne jetzt zwar schon lange in Karlsruhe, aber was man hat, hat man, ja. Also was man hat, das behält man, ja. Versteht ihr? So habe ich es gelernt. Und jetzt sagt Jesus, nee, nicht was man hat, hat man, sondern was man hergibt, hat man. Also wenn du was gibst, wirst du bekommen, und wenn du was behältst, wirst du verlieren. Das ist also gerade andersrum, als es eigentlich in unserem Kopf drin ist. Paradox sozusagen. Und wer verliert und loslässt, sagt Jesus, der wird gewinnen. Und an einer anderen Stelle, das ist das gleiche Thema, nur mit einem anderen Bild, sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Ist uns theoretisch klar, wenn ich euch jetzt aber frage, wer stirbt kann, dann geht es euch so wie mir, ich auch nicht. Also sagen wir, ja, was soll das, Jesus, wie sterben? Was muss jetzt eigentlich sterben? Da muss also etwas sterben, damit Leben entsteht. Leg mal ein Weizenkorn auf deinen Tisch, da kannst du tagelang warten, da wird kein Brot draus. Das wird einfach da liegen, auch noch nach 3 Monaten. Und irgendwann vielleicht wird es nicht mehr da liegen, aber dann, weil es jemand aufgeräumt hat. Auf jeden Fall wird kein Brot draus. Also das heißt, das Weizenkorn muss in die Erde rein, und wenn es in der Erde ist, was passiert dann mit dem Weizenkorn? Such's mal oder versuch's mal. Das ist weg. Das verliert seine Identität. Seine alte Identität ist komplett weg und gestorben in der Erde drin. Aber wenn du lange genug wartest und nicht aufhörst zu gießen, dann kommt was raus. Und das ist 10 bis 20 bis 50 Mal Weizenkorn. Also das heißt, das wird mehr. Da kommt Leben raus. Da muss also etwas sterben, damit neues Leben entsteht. Und das ist mein Thema von heute. Was muss da sterben? Eine alte Identität muss sterben und eine neue Identität muss aufstehen. Und das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und da möchte ich euch jetzt Römer 6 noch kurz vorlesen, einen Teil daraus, weil da steht das im Blick auf die Taufe, worum es eigentlich zentral geht, wenn ein Mensch, der bisher ohne Jesus gelebt hat, versteht, wer Jesus ist und dann sich einklingt in ein Leben mit Jesus. Was passiert da eigentlich in der geistlichen Welt und dann auch in der sichtbaren? Da sagt Paulus, hey, wisst ihr es denn nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Und ihr habt erst getauft, glaube ich, vor einer Woche hast du gesagt, lieber Jörg. Und dann wisst ihr auch noch, was Taufe ist. Ja, wisst ihr denn nicht, dass wir alle durch die Taufe einbezogen worden sind in den Tod von Jesus? Also du hast einen Anteil an seinem Tod durch die Taufe. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, da ist es wieder, Weizenkorn, und sind daher auch mit ihm begraben worden, wieder Weizenkorn. Wenn nun aber Christus von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden, und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das ist die neue Identität. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, also durch die Taufe haben wir so Anteil am Tod von Jesus, und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist das: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, alte Identität, ist mit ihm gekreuzigt worden, gestorben also.
damit unser sündiges Wesen jetzt unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Da geht es also auch um die Frage, wie kann sich mein Leben verändern, damit ich nicht immer wieder die gleichen blöden Scheißsünden mache, sondern ich mal wegkomme von diesem Thema. Und da wir jetzt mit Christus gestorben sind, vertrauen wir natürlich auch darauf, dass wir jetzt auch mit ihm leben. Also, Altes muss sterben, deshalb habe ich diese zwei Hocker mitgebracht. Das hier ist der Hocker für die alte Identität und das hier ist der Hocker für die neue Identität. Und ich habe euch nicht nur zwei Hocker mitgebracht, sondern auch noch einen Menschen, was viel cooler ist, und der heißt Josias. Und der steht jetzt mal auf. Hallo Josias. Josias setzt sich jetzt einmal hier auf den Hocker der alten Identität. Josias ist 19, das heißt, er hat sein Leben voll im Griff und alles ist in Ordnung. Nein, er ist so wie ich mit 19, er ist schon ziemlich in Ordnung. Also ich war schlimmer mit 19, aber er ist eben 19, ja. Und egal, ob ich jetzt da sitze oder Josias da sitze, was uns verbindet, wir sind beides Christen. Wir möchten es eigentlich beide irgendwie schon richtig machen in dieser Welt und mit Jesus und so leben, aber wir haben beide oftmals auch Fehler und Sünden, und du könntest jetzt ein paar erzählen und ich könnte ein paar erzählen, machen wir jetzt nicht. Aber da sitzt ein Mensch und er ist jetzt mal alte Identität. So, wenn du jetzt wie wir zwei heute Morgen zu schnell nach Freiburg reinfährst und geblitzt wirst, jetzt verdient er auch noch an mir. Okay, sei es vergönnt, Freiburg, okay, bezahlen wir gern. Wir? Nicht ich. Also, wenn du jetzt geblitzt wirst, dann bist du schuldig, weil ich bin 80, wahrscheinlich schneller, gell? 80 durfte man fahren, ich bin 95 gefahren, sagen wir mal. Also, ich habe mich schuldig gemacht, jetzt bin ich geblitzt worden, jetzt kriege ich einen Strafzettel von Freiburg, ja, nach Karlsruhe, meine Frau wird schimpfen. Aber ich kann nicht sagen, ich war es nicht, weil die haben ja ein Bildchen von mir. Und wenn ich es war und wenn ich in 5 oder 10 oder 15 Tagen noch lebe und der Strafzettel kommt, dann muss ich bezahlen. Warum? Weil der, wo lebt und Scheiße gebaut hat, muss die Strafe bezahlen. So ist das im Rechtssystem. Wenn ich aber sterben würde, was ich nicht vorhabe, aber wenn wir sterben würden, wenn wir nicht mehr da werden, wenn der Strafzettel kommt, ja dann, was wäre dann eigentlich mit meinem Strafzettel von Freiburg? Ne, kriegt Freiburg gar nichts. Weil du kannst einem, der tot ist, nicht mehr belangen für das, was er 15 Tage vorher in Freiburg gemacht hat. Aber meine alte Identität, wenn der Teufel kommt, und der Teufel ist ein mieser Verräter, sage ich euch, ja. Er ist ein Lügner und er ist ein Ankläger, das ist sein Hauptjob. Der Teufel kommt und sagt, hey Josias, ich weiß was, was die nicht wissen, aber du weißt es. Und dann zählt er dir deine Sünden auf. Und wenn du lebst in dieser alten Identität, dann hat er recht, dann musst du sagen, scheiße, ich bin schuldig, das stimmt. Der hat recht. Und er kann dich immer wieder belangen und dir immer wieder ein schlechtes Gewissen machen. Das ist sein Hauptjob, wenn er hierher kommt. Und jetzt zeige ich euch, was es bedeutet, in der neuen Identität zu leben und was da passieren muss, damit wir auf dem anderen Stuhl mit der neuen Identität sitzen. Und weil wir hier keine 1000 Liter Wasser reinschleppen konnten, habe ich euch das als Video mitgebracht von Josias und mir. Das haben wir vor 2 Wochen aufgenommen. Schaut es euch mal an. Hier, und das ist Josias nach seiner Taufe, wie ihr seht. Er ist noch richtig nass. So, und was passiert jetzt hier? Das habt ihr gesehen. Ihr habt gesehen, dass Taufe nicht ein bisschen waschen ist, sondern dass Taufen sterben mit Christus. Also er hat es überlebt, sonst wäre er heute nicht hier. Ihr habt es ja auch hier gesehen. Es war schon lang am Abend, gell? Ich habe ausgemacht 30 Sekunden und ich habe nicht auf die Uhr geguckt, die ist da gelaufen. Und es sind, glaube ich, 45 geworden, aber er hat es tapfer ausgehalten. Aber ich wollte einfach unserer Kirche und euch zeigen, dass es mehr ist als ein bisschen Reinigungsbad. Versteht ihr? Es geht wirklich darum, mit Christus zu sterben. Diese alte Identität stirbt und eine neue Identität setzt sich dann auf diesen Stuhl. Und jetzt, der Teufel ist natürlich ein Eichhörnchen, der kommt trotzdem. Aber er ist auch blöd. Wisst ihr warum? Weil der Teufel kommt jetzt wieder von hinten links und dann kommt er nicht hier, sondern der sucht dich hier, weil er doof ist. Der Teufel ist nicht intelligent, der macht immer das Gleiche. Gott ist kreativ, der Teufel ist dumm. Der Teufel ist so dumm, der sucht dich dann hier und was findet er hier? Nichts. Warum? Ja, weil du gestorben bist. Er findet nur noch das hier. Und wenn er das sieht, geht er nach Hause. Weil das ist seine Grenze. Wenn er dieses Kreuz sieht, wenn er Jesus sieht, dann geht der Teufel zur Hölle. Hier bist du nicht mehr. Wenn du Christ bist, sitzt du nicht mehr auf diesem Stuhl. Nicht einmal mit einer Arschbacke. Sondern du sitzt auf einem anderen Stuhl. Und auf diesem Stuhl, da sitzt du nicht, weil du Josias bist oder Stefan und so toll, da sitzt du, weil Jesus dich auf diesem Stuhl gesetzt hat. Jesus, mit dem wir gestorben sind
und mit dem wir auferstanden sind. Und von diesem Stuhl wird dich Jesus niemals runterkicken. Wird er nicht machen. Egal, was du tust. Er wird dich nicht von diesem Stuhl runterschmeißen, weil er dich auf diesen Stuhl draufgesetzt hat. Du kannst natürlich in deiner Meinung, dass es wieder verkackt hast und wieder, und ich bin so schlecht und so weiter, natürlich wieder mit einem Teil deines Hintern auf diesen Stuhl sitzen. Ist nicht gut. Würde ich nicht machen. Weil du gehörst hier nicht mehr hin. Sobald du hier wieder sitzt, kommt nämlich der Teufel wieder und sagt, Edge, ich weiß, was du nicht weißt oder was die anderen nicht wissen, und dann verklagt er uns wieder. Und deswegen würde ich dir sagen, hey, wenn uns doch Jesus jetzt schon auf diesen Stuhl gesetzt hat in seiner Gnade, dann lasst uns doch auch hier bleiben. Weil es sitzt sich gut hier. So, und jetzt machen wir natürlich trotzdem Mist. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt habe ich diese neue Identität und verkack's manchmal immer noch. Manchmal kommen Sünden in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Mann, ich dachte, die hat es jetzt hinter dir, jetzt bist du 51. Was mache ich dann? Ich sage dir, was nichts bringt. Es bringt gar nichts, wenn du anfängst, das religiös zu kompensieren. Wenn du denkst, oh, ich habe es wieder so vermasselt, Jesus, jetzt muss ich mehr für die Kirche spenden oder mehr für die Kirche geben, oder wenn du katholisch bist, 10 Rosenkränze beten oder 15 Ave Maria, vergiss es. Das ist wie ein bisschen rumwaschen, das bringt nichts. Religiöser Lifestyle bringt nichts, weil Sünde kannst du nicht wegmachen durch gute Taten. Wisst ihr, was man tut, wenn man es mal wieder verkackt hat? Dann geht man halt wieder baden mit Jesus. Dann sagt man halt, Herr Jesus, ich habe es mal wieder verkackt, kann ich mal den alten Adam noch mal ersäufen? Der Luther hat gesagt, der blöde Adam, der kann schwimmen. Und da hat er recht, der kommt immer wieder hoch. Aber dann muss man halt wieder schwimmen, also wieder untertauchen lassen. Versteht ihr, so einfach ist das. Und wenn du hier sitzt und dir deine Sünden vergeben sind und du schämst dich immer noch für deine Sünden, dann sage ich jetzt ein bisschen herausfordernd, da hast du noch nicht verstanden, was Gnade ist. Sich schämen, ihr Lieben, ist der größte Mist, was uns einfällt. Das kommt nur vom Teufel. Scham kommt nicht von Gott und Angst kommt auch nicht von Gott. Scham ist etwas, was immer der Teufel schiebt. Sich schämen heißt nämlich, ich verstecke mich. Kann man hier schlecht, weil hier nichts gibt vom drunter. Aber schämen heißt, ich verstecke mich, und wenn du dich versteckst, bleibst du allein, dann ist keiner mehr da. Und dann hat der Teufel wieder Macht, weil da ist es dunkel, wenn du dich schämst. Und deswegen, hey, es braucht keine Scham mehr. Wir sitzen hier doch nicht, weil wir alles richtig gemacht haben und in Zukunft keine Fehler mehr machen, sondern weil Jesus uns in seiner Gnade eine neue Identität geschenkt hat. Und wenn du besser werden möchtest, ein besserer Nachfolger von Jesus, jetzt sage ich es mal hart, dann hör auf, dich anzustrengen und fang an, dich lieben zu lassen. Weil das wird dein Leben verändern. Ich liebe ein Lied von Bethel, das heißt I'm no longer a slave of fear. Und was hilft mir, nicht ein Sklave der Angst zu sein? Nicht, indem ich Muckis aufbaue und den Teufel vertreibe, sondern indem ich sage, no, but I'm a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Diese Identität, die er uns schenkt, die hilft uns, auch ein verändertes Leben zu leben. Also wenn du besser werden willst als Christ, dann hör auf, dich anzustrengen und fang an, dich mehr lieben zu lassen. Fang an, dir mehr sagen zu lassen, wer Jesus ist, wie er dich lieb hat und dass er dich auf diesen Stuhl gesetzt hat. Josias, du darfst dich jetzt umziehen, dass du mich nicht erkältest. Vielen Dank an Josias. Ich hoffe, dass ihr das greifen konnte. Deswegen habe ich es auch versucht, so anschaulich zu machen, auch mit diesen vielen Litern Wasser im ICF Karlsruhe. Aber wir müssen das einmal verstanden haben. Das ist es, was Jesus uns geschenkt hat. Das ist es, was der Teufel antrifft, wenn er deine alte Identität sucht. Er findet dich nicht mehr, weil du bist jetzt hier und hier bist du sicher. Ich möchte noch beten. Jesus, und ich bete jetzt, dass wir etwas von dieser Identität wie eine geistliche Wahrheit, dass wir es verstehen tief in unserem Verstand und tief in unserem Herzen. Ich sage dir Danke für das, was nur du tun kannst und du aber auch getan hast. Und dass du uns selber auf diesen Platz setzt hier, auf diese neue Identität. Danke, Jesus, für deine Gnade und Barmherzigkeit, von der leben wir. Danke, dass du alles gemacht hast und wir uns jetzt nicht irgendwie bemühen müssen, sondern dass wir einfach dieses neue Sein annehmen dürfen, aus dieser Kraft der neuen Identität heraus auch ein neues Leben führen können. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade.
und für deine Barmherzigkeit. Amen.